Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Horizon Zero Dawn mit dem Vespo. Ich bin gerade ein bisschen irritiert, weil es ist mir ein bisschen zu laut. Ist ja jetzt egal. Dieses Mal ist Erzmutter Tirsa zu weit gegangen. Wie kann sie diese blutrünstigen Karte einladen? So, wir machen da weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Hier müssen wir rein. Ne, da unten müssen wir hin. Mann, sind wir aus dem Haus rausgekommen, stimmt ja. So. Wir beginnen mit der See, wenn alle Aspiranten da sind. Aloy, dein Platz ist gleich hier. Das da ist dein Gebetslicht. Es ist mein Geschenk. Blasphemie. Schwestern. Aspiranten, vor jedem von euch steht ein Gebetslicht, das eure Mutter gemacht hat. Ihr zu Ehren entzündet es nun. Upsi, mir ist gerade aufgefallen, dass ich gestern nicht richtig gespeichert habe und das haben wir ja gestern bereits schon gesehen. Wie ich jetzt auch die Auswahl treffe für Rost. Rost zu Ehren. Da hab ich für mich getan hat. Mumpitz gebaut. Urmutter, aber ist egal. Was das Spiel kann man sich immer wieder angucken. Eine leuchtende Flamme, die weit hinaussteigt, freischwebend im Wind. Ein Licht am Himmel, bis es endlich erglüht. So wird das Band unserer Liebe weiter von Hand zu Hand gereicht. Dieses Mal ist Erzmutter Tirsa zu weit gegangen. Erst Olin. Ich möchte diese Karte in unser Land einladen. Gut, dann gehen wir das Gespräch auch nochmal durch. Hallo, Olin. Du kennst meinen Namen? Warum? Ich drücke das jetzt einfach mal weg, weil das kennen wir ja schon. Was willst du wissen? Moin! Ein bekannter Name. Außer mir. In einer Ruine nördlich des Landes. Noch nicht. Aber der wird bestimmt gleich kommen. Außer der ist wieder eingepennt. Mein Fokus ab. Wenn du auch. So, ich werde das mal alles schnell wegdrücken. Als wir vorhin. Er hat mir gar. Du bist ein Schleck. Bezichtigst du? Nur die, die mir nicht die Wahrheit sagt. Feuer im Spucke. Ich bin von einfach. Ich verstehe. Ich bin. Ist nicht du. Vielleicht sind die Kaja gekommen, um sich zu entschuldigen. So, also das haben wir bereits schon gestern gesehen. Habe ich gestern gestreamt? Ja, gestern habe ich gestreamt. Jetzt gehen wir erstmal wieder zurück hier. Das war wieder genau im Plan. Oh, diese butterweiche Steuerung, ne? Ich liebe das Spiel. So, das hätte ich vorher machen sollen. Es ist an der Göttin, über die Kaja zu richten. Nicht an bleiben. Nabend. Mutterloses Gör. Alles gut bei dir? Wie bitte? Geh ins Bett ausgestoßen. Also ich glaube im Moment ist nur. Näher wirst du da nicht dran kommen. Bist nur du da. Oh, jetzt habe ich einen Screenshot gemacht, egal. Oh, das ist das Bettenhaus? Oh ja. Mit dir als Wache dachte ich, es wäre die Latrine. Deine Anwesenheit hier ist. Sieh an. Besuch aus der Wildnis. Das mutterlose Kind. Ich sehe, du hast noch die Narbe von dem Stein, den ich auf dich geworfen habe. Eine schöne Erinnerung. Du kannst ein echter Fauzahn sein, Bast. Lass es sein.
So. Hier haben wir gestern aufgehört. Was ist los, Ausgestoßen? Du kleidest dich sogar wie echte Nora. Wie ein Schwein in einem Bärenfell. Das habe ich also hier zu erwarten, was? Das hast du überall zu erwarten, Ausgestoßene. Dein Platz ist die Wildnis, nicht Mutterherz. Und er ist ganz sicher nicht die Erprobung. Da kommt siegessicher, ne? Bloß schade für dich, dass ich gewinne. Ich habe ewig trainiert. Wenn du mich schlägst, werde ich Ausgestoßener für immer. Überschätze dich nur nicht. Du würdest nicht lange überleben. Ich denke oft an den Tag deiner Narbe zurück. Was für eine schöne Erinnerung. Vergiss sie nie. Wenn Rost meinen Stein nicht abgelenkt hätte, wärst du jetzt einäugig. Aber ich schätze, den Teil der Geschichte lässt du dann immer weg, oder? Ich habe dich gebrandmarkt für deine Schande. Du hast es nur geschafft, mich stärker zu machen. Warte nur. Du wirst schon sehen. Ja, klar. Du langweilst mich. Zeit für Barst ins Bett zu gehen. Du wirst morgen überrascht sein, Ausgestoßene. Nicht ich. Wirst du endlich den Mund halten? Das wäre überraschend. Es ist spät und ich habe dir nichts zu sagen. Gar nicht. Jo, sehe ich auch so. Hast du gut gemacht mit Barst. Das sollte ihn ruhig stellen. Zumindest bis morgen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Aloy. Oh, ich weiß, wer du bist. Die Konkurrenz. Die anderen, sie schaffen die Erprobung. Die meisten. Aber gewinnen wird entweder Barst, du oder ich. Vala. Sehr erfreut, Vala. Du hast recht. Ich werde morgen gewinnen. Man soll den Sieg erst feiern, wenn er sicher ist, Mädchen. Hab ich von meiner Mutter. Willkommen zurück, Mark. Und jetzt entschuldige mich, ich lege mich schlafen. Ich will doch ausgeruht sein, wenn ich dir morgen zeige, wo es lang geht. Dein Bett steht da, wenn du es willst. Okay. Danke. Juti. Ich glaube, hier kann eh keinen mehr ansprechen. Gehen wir mal Haya machen. Dein erster Tag in Mutterherz. Wie findest du's? Du schläfst in einer unserer Nora-Hütten. Nicht sehr privat. Zu weich? Ich hasse es. Nicht schlecht. Komm, leg los. Haut was raus. Was ist denn ein Lidl-Hemd? Nicht schlecht. Gut, das war das Erste. Es hat durchaus Charme. Wird gemütlich nach deiner Aufnahme. Das ist das Problem. Zu spät, Mark. Ich glaube, das wird klappen. Wirklich. Ruh dich aus. Yeah, Hauptquest abgeschlossen, Mutterherz. So, nächster Tag. Die Erprobung steht an. Ich hoffe, da kriege ich noch hin. Also ich werde jetzt auf jeden Fall schon mal voraussagen, ich werde mindestens einmal sterben. Aber ich will nicht spoilern. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich muss mal Uncharted streamen, dann ist das noch mehr geile Grafik. Krieger! Macht euch bereit! Was muss ich tun, damit du verschwindest? Sie sind ein Raser! Hab ich.
mein Gott, nicht schlagen. In the ass. Die Trophäe ist hin, Ausgestoßene. Du brauchst wohl eine neue. Oh ja. Die haben jetzt nicht so einen großen Vorsprung. Oh ne, das geht nicht. Ganz ruhig. Bring die Gesellschaft zu Ende. Entschuldigung. Alle bis auf eine. Kommt die Ausgestoßene? Ja, die Ausgestoßene kommt. Du bist die Letzte. Du kannst von hier aus auch laufen. Bast wird gewinnen oder Vala. Du wirst zur Kriegerin, wenn du zum Ziel gelangst. Oh, warte, das ist ein alter Pfad. Dort sind zwei gestorben. Er fällt auseinander. Besser Letzte sein, als zu sterben. Ho, 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 ho! Bei der Urmutter ist sie irre! Sie bringt sich doch um! Es wird nicht leichter. Du bist verrückt, wenn du da lang gehst. Das war's. Jetzt nur noch vorwärts. Bleib nicht da stehen. Kehr einfach um und bessere Ziele. Wer führt? Ich sehe nicht. War. Und Vala ist direkt dahinter. Jetzt mach schon. Schneller. Nicht nach. Oh, ich muss weitermachen. Die Ausgestoßenen. Auf dem alten Pfad. Gut. Hey, sag mal. Oh.
Das war kein Sieg! Sie hat geschummelt! Eine Ausgestoßene gewinnt die Erprobung? Niemals! Denn sie ist jetzt eine Kriegerin. Du hast es geschafft. Wie ihr alle, wenn ihr eure Trophäen auf den Altar legt. Doch es ist Aloy, einst ausgestoßen, jetzt Kriegerin, die gesiegt hat. Schießen. Lenk sie ab. Ich finde einen Weg. Bast! Bast! Machst du mit? Bin dabei! Dann mal los. Jetzt! So, wir gehen erstmal in Deckung hier. Es sind zu viele. Wie keine Munition. Wir haben keine Chance. Der Name passt, oder? Du bist am Ende. Wir schaffen das nicht! Oh, Mutter, hilf uns! Alter. Vernichtet die Schänder! Dabei. Der hat Glück! Erledigt sie! Sie sind zu stark! Oh, da bist du auch mit Hunger, ey. Genau, was ist. Tötet sie alle! Keine Zeugen, keine Überlebenden! Gebt nicht auf! Oh nein, da sind noch mehr! Da kommen noch mehr! Wie viele sind das? Nein! Oh. Drecksack, du. Es sind zu viele. Da oben auf dem Berg, da sind noch mehr. Nicht. Oh, Mutter, hilf uns! Erledigt sie! Vernichtet die Schänder! Sie sind zu stark! Wir können sie nicht aufhalten! Ach, das können wir. Vernichtet die Eindringlinge! Es sind zu viele! Wir haben keine Chance! Ja, heute habe ich es echt mit der Steuerung. Ja.
kleiner Pisser. Wie oft hast du mich getroffen? Es sind zu viele! Warum treffe ich den kleinen Sack da nicht? Wir schaffen das nicht! Urmutter, hilf! Erledigt sie! Oh, ich habe keine Heilung mehr, das ist nicht gut. Vernichtet die Eindringlinge! Sie sind zu stark! Wir können sie nicht aufhalten! Vernichtet die Schänder! Es sind zu viele! Wir haben keine Chance! Das weiß ich auch nicht. Jetzt, runter, solange es noch geht. Hallo! Auf Stein, ey. Der stand mit dem Rücken zu mir. Ach komm! Ey, ich war schon hinter der Deckung. Ich habe gesagt, ich sterbe mindestens einmal. Halt, stopp, warte. Ich muss mal kurz Pause machen. Ich muss mein Getränk vorbereiten. Was? So. Warum musste ich echt gegen den antreten? Ich meine mich nicht. Ach Mann, verzieh schon wieder.
Captain Cola. Stirb. Stirb, du kleine Ratte. Sacht. Ey, das war ein Kopftreffer. Das will ich doch verarschen. Rohstoffe mehr für Pfeile. Oh, der sieht nicht so viel aus. Stirb da einfach. Boah! Drecksack. Haha, hätte alles viel einfacher geklappt hier. Scheiße. Ich hab mal vorher gewusst. Komm, schmeiß das Ding weg. Ah, na dann. Guck mal, ich hätte ganz leicht einfach wie Drake hier hinstürmen können. Ja, das muss man erstmal wissen, ne? Oh, ich habe ein Amulett gekriegt, das ist ganz gut. Rohstoffvorrat. Also wir nehmen mal alles mit, was ich hier finde. Weil meine Rohstoffe sind schon wieder am Ende, nicht am Arsch. So. Sterben ist dann ja gar nicht schlimm, ne? Yo, schlaf gut und bis demnächst mal wieder. Verbrenne alles.
Dazu deine Aufgabe. Wie du befiehlst. Ich liebe ja so Cutscenes, ne? Sie stirbt. Sie dort ist Blasphemie. Sie muss zu ihrer Mutter. Ich brauche den Fokus. Nein. So. Er muss mich gefunden haben, bevor der Blutverlust zu groß war. Oh, die wackelt aber mit dem Arsch. Guck mal. Hier? Wo bin ich? Hier, Stufe 7. Also, Katzin, ich bin ruhig. Meine Sache, gut. Und wo ist mein Fokus? Oh, hier, okay. Was? Bin ich etwa am Heiligen Berg? Aber nur Stammmütter dürfen ihn betreten. Ich sehe meinen Bogen nirgends. Und diesen kaputten Fokus, den ich diesem Mörder abgenommen habe. Wo ist das alles? So, um mal hier ein bisschen, ne? Guck mal hier. Was die Plazy grafisch kann. Sieht richtig schick aus hier. Ich muss weiter suchen. Na gut, die Schatteneffekte sahen scheiße aus, aber... Man kann ja nicht alles haben, ne? So. Tür auf hier. Ich empfange eine Art Signal. Das sieht hier wie die Ruinen aus, in die ich als Kind gefallen bin. Diesen Ort nicht erbaut. Es waren die Alten. Aber warum?
ist auch zu. Da, mit meinen anderen Sachen. Sterben, weil ich aussehe wie du. Aloy, du bist wach? Du hast mich hergebracht. Schnell, du musst mir folgen. Wohin? Zu dem Ort, an dem du geboren wurdest. Wurde hier geboren? Im Berg? Es ist besser, es zu zeigen. So. Also ab diesem Zeitpunkt habe ich das Spiel nicht mehr weitergespielt. Aber jetzt ist mir auch alles neu. Ey, bleib mal nicht da hängen hier. Warum sind wir hier? Du warst dem Tod nah. Und bei seiner Mutter zu sterben ist heilig. Lansra wollte es nicht, aber Jessa stimmt mir zu. Ist meine Mutter hier? Werde ich sie sehen? Es ist kompliziert. Bitte komm einfach mit. Ähnelt meine Mutter mir. Bis auf die Haare. Das sollte unmöglich sein. Deine Mutter ist keine Frau, Aloy. Der Berg ist deine Mutter. Ich... Was? Was meinst du denn damit? Komm. Was ist... Die große Kammer, in der die Urmutter den Metallteufel vernichtete und dich gebar. Aloy. Das Erprobungsmassaker war erst der furchtbare Anfang. Unser Kriegstrupp, der hinter den Mördern her war, wurde überfallen und abgeschlachtet. Was hat das mit meinem Geburtsort zu tun? Nun, ich hoffe alles. Und hier haben wir dich gefunden. Du hast geschrien. Wir sahen nach und da warst du. Ich lag da einfach? Ja. Meinst, ich kann durch diese Tür? Daran habe ich immer fest geglaubt, dass du dem Leib des Bergs entsprungen bist. Es war ein Geschenk der Urmutter selbst. Doch andere, wie Lansra, sahen dahinter vielmehr eine dunkle Macht. Kein Geschenk, einen Fluch.
Aber das ist keine Göttin. Aloy! Das ist eine Tür. Mit Leuten dahinter. Mutter? Oh! Oh, was ist das? Identity-Scan wird durchgeführt. Die Göttin spricht. Ist sie die Frau, die ich sah? Fehler. Alpha Registry beschädigt. Identität nicht bestätigt. Zutritt verweigert. Nein. Mutter sprach mit dir, als ob sie dich kennt. Hast du nicht zugehört? Sie hat mich nicht erkannt. Wegen der Verderbnis. Das waren ihre Worte. Also, wenn du die Verderbnis heilst, wird sie dich erkennen. Und wie sollte das gehen? Du hattest Visionen von einer Frau mit kurzem Haar. Ja, die Mörder wollten mich, weil ich wie sie aussehe. Aber sie sind unüberwindlich. Haben wir denn keine andere Spur? Olin. Er war einer der Fremden. Am Tag vor der Erprobung. Die Mörder sahen mich durch ihn. Er lebte im Meridian. Dann musst du das Heilige Land verlassen. Ich war immer eine Ausgestoßene. Warum nicht auch Verbannte? Es geht auch anders. Komm, dann machen wir es so. Du sagst, der Stamm könnte ausgerottet werden. Wie kommt das? Nach dem Massaker bei der Erprobung schickten wir einen großen Kriegstrupp nach den Mördern aus. Mehr als die Hälfte starben. Ich habe gar keine Zeit mehr dazwischen zu quatschen. Oh. Wie wurde der Kriegstrupp besiegt? Die Mörder kämpfen nicht allein. Auf irgendeine Art beherrschen sie die Maschinen, verderben sie, machen sie verrückt. Die Mörder sind geflohen? Ja. Und jetzt fällt meinen Mitstammmüttern nur noch ein, die Hymne der Buße zu singen und die Urmutter um Gnade zu bitten. Als ob sie nicht will, dass wir uns selbst helfen. Und was ist dein Plan? Dies hier ist mein Plan. Dir deinen Geburtsort zu zeigen, damit du deinem muttergegebenen Schicksal folgen kannst. Die anderen Stammmütter warten auf uns. Lass mich reden. Ist es getan? Ja. Sie weiß es. Schwestern, die Göttin hat zu Aloy gesprochen. Sie soll die Verderbnis heilen. Ha! Und wie soll sie es machen? Sie muss dazu unser heiliges Land verlassen. Als Sucherin? Wenn die Göttin es so will, muss es sein. Ihr nennt dieses Ding eine Sucherin? Schwester! Ich bitte dich, Lansra, sei vernünftig. Das wird eure Sünde, nicht meine. Schickt sie suchen, auf dass wir sie nie wiedersehen. Aloy, bei der heiligen Gnade der Göttin weihen wir dich hiermit zur Sucherin des Norah-Stammes. Nichts steht deiner heiligen Aufgabe jetzt im Weg. Möge die Urmutter dich schützen und stützen. Bleib dir treu. Ich bereite die Hymne vor. Ole, ole. Fällt mir da nur ein. Wir alle hoffen auf dich. Mahlzeit.
Tirsa, was ist ein Sucher? Du. Und hier ist dein Zeichen. In Zeiten der Not können also die Erzmütter einen Sucher. Also ich bin auch ein Sucher. Ich suche auch ständig irgendwas. Einen würdigen Krieger, entweder der große verlege ich was oder ich weiß nicht, wo meine Pulle rumsteht. Hinführen. Auch außerhalb des Heimlands? Ist doch noch viel zu früh fürs ja. Bett. Und mit dem Recht, nachher wieder zurückzukehren. Ich muss erst noch meine Pulle rumsuchen. So. Jetzt habe ich nicht zugehört. Scheiße. Ich kann überall hingehen, würde ich sagen. Komm, sag mal was. Was kann ich noch tun? Andere Suche. Die Mörder? Ich soll jetzt gehen? Nee. Auswahl. Oder ist der Marc schon am Pennen? Andere Sucher? Ja. Gab es schon andere Sucher? Es gab sie, aber wenige. Und die meisten von ihnen kehrten niemals zurück. War Rost ein Sucher? Nein, ein Sucher nicht. Was hältst du von mir geheim? Jetzt ist nicht die Zeit, Aloy. Vielleicht ein andermal. Gehen wir nochmal auf Rost ein. Mit Rosts Leiche passiert. Es war leider nur sehr wenig von ihm übrig. Aber was da war, begruben wir dort, wo er dich großzog. Mit Blumen auf dem Grab. Danke. Jo, Mark, mach mal. Ich kann also überall hin, ohne Einschränkung. Sogar an verbotene Orte, wie die verdorbenen Lande fern der Urmutter. Oder die Ruinen der Metallwelt. Gut. So, jetzt will ich aber wissen, was die verdorbenen Lande sind, weil die kenne ich in diesem Spiel noch nicht. Warum nennt ihr die Lande jenseits des Nuralands verdorben? Muss man das fragen? Unser Land ist heilig. Wir leben im Blick der einen Göttin, der Urmutter, der Quelle allen Lebens. Jenseits ihres Blicks liegt ein weites verlorenes Land, spirituell unrein. Deshalb ist es uns verboten, dorthin zu gehen. Aber der Suchersegen wird dich schützen. Und die Metallwelt? Warum sind die Ruinen der Metallwelt verboten? Das sind schlechte Orte, Aloy. Dunkel und böse, wie die Kinder des Metalls, die sie bauten. Als sie die Urmutter umbringen wollten, löschte ihr Zorn ihre Städte aus. Aber nicht ihre Sünden. Ihre uralte Bosheit haust in den Ruinen, um jeden zu verführen, der so dumm ist, hineinzugehen. Aber ich war in einer Ruine. Es sah fast wie im Innern der Urmutter aus. Das kann gar nicht sein. Es ist so. Dann ist das etwas, was ich nicht begreife. Du wirst die Wahrheit wohl herausfinden. Ja, was kann ich denn noch tun? Viele mussten leiden. Kann ich etwas tun, um zu helfen? Am wichtigsten ist, dass du den Zweck erfüllst, den die Urmutter für dich vorgesehen hat. Du weißt doch auch nicht, was das bedeuten soll. Dann finde es heraus. Wenn du jedoch erkennen solltest, dass es Teil des Zwecks ist, dem Stamm zu helfen, dann tu das bitte. Zweifellos sind überall im ganzen Becken Leute in Not. Ja, und die Mörder. Ein Nora-Kriegstrupp hat die Mörder verfolgt. So muss dann Mark. Ja, aber er wurde hinterrücks überfallen. Wenige konnten entkommen. Und zumeist schwer verwundet. Weißt du, wo die Mörder sind? Nein. Aber frag doch Varl, einen Krieger, der die Tore des Beckens bewacht. Er hat den Hinterhalt überlebt. Er weiß sicher mehr. Ich sollte jetzt gehen. Zuerst musst du zu den Toren des Beckens gehen. Sprich mit Varl. Er zeigt dir den Weg nach Meridian. Wenn irgendein Nora dich aufhalten will, dann zeige, dass du eine Sucherin bist. Werde ich. Danke, Tirsa, für deine Hilfe. Die Urmutter segne und beschütze dich. Nora-Gläubige, wir wollen beginnen. So. Reinigt euer Herz. Die Urmutter segne dich. Bitten wir um dich. Vergebung für die Sünden, die uns ins Elend gestürzt haben.
Wenn die Stammmütter ihre Stimmen erheben, tut mir leid, ich muss leider einmal nicht nur Eloy angucken, sondern einmal was um mich herum hier noch so. Meine Stiefel werden ganz nass. Passiert. Ey, ganz ehrlich, ich liebe diese butterweiche Steuerung, ne? Auch wenn ich gerade des Öfteren mal daneben geschossen habe, aber. Halt, stopp, ich kann mit denen reden. Grüß mal. Ich warte, dass meine Schwester von der Jagd zurückkehrt. Ja, dann warte. Schon komisch. Ich habe von dir geträumt. Du bist mit gezogenem Speer auf eine Maschine zugerannt. So viel Blut wurde auf uns. Ich habe keine Angst hier. Wir gehen mal weiter. Grüß doch mal. Wenn du nicht gewesen wärst, wären alle bei der Erprobung gestorben. Das werden wir nie vergessen. Sie hat viele gerettet. Sie ist ein Glück für den Stamm. Höre die Stimmen deiner Kinder mit dieser Hymne. Ey, diese Details, ne? Das ist ja mal. So. Jo. Das stimmt, aber erst mal suchen dürfen als Sucher. Ach, guck mal hier. Etwas Vorrat? Ja, etwas. Nehmen wir das Holz hier mit. Geben wir meist für die Pfeile aus. So. Will ich auch einen Quatsch? Macht mir das Tor auf. Dann musst du mit dem neuen Kriegsherrn sprechen. War das schon nicht auf? Auf? Was liegt denn da noch? Lohn. Schön. Zwei Stück. Wenn wir die Hymne nur inbrünstig genug singen, wird sich die Göttin sicher erbarmen. Oh, die Göttin. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Ich weiß hier nicht noch viel mehr rum, aber da brauche ich doch alles, glaube ich, gar Aloy! Nicht. Aloy! Aloy! Du schreist, oder? Der Urmutter sei Dank! Du bist am Leben! Ich hörte davon, aber ich war nicht sicher, bis ich dich gerade sah. Schön, dass es dir gut geht. Du trägst sogar die Tunika, die ich genäht habe. Weiß ich gar nicht. Welche Ehre. Was machst du hier mit Bogen und Speer, Tab? Du bist näher, kein Krieger. Viele Krieger sind tot oder verwundet, Aloy. Jemand muss Mutters Wacht schützen, also helfe ich hier aus. Ich komme zurecht, solange ich die Pfade der Krieger meide. Stimmt's? Was genau hast du über mich gehört? Dass du verletzt bist und beinahe tot. Und dann bestand Erzmutter Tirsa darauf, dass du im Innern der Urmutter heilen sollst. Das war ein Trubel. Nur Stammmütter dürfen den Berg betreten. Doch du hast es verdient. Die Überlebenden haben jedem erzählt, wie du für sie gekämpft hast. Ich habe nicht allein gekämpft. Nein. Sie haben auch Bast und Vala erwähnt. Und Rost. Der Mann, der mich aufzog. Er kämpfte für mich und starb dabei. Von ihm haben sie nichts erzählt. Aber ich weiß noch, er war da, als du mich gerettet hast. Ich weiß noch, er stellte sich vor dich, als mein Vater zu schreien anfing. Wenn er dich durch seinen Tod gerettet hat, Aloy, hatte er sicher nicht bereut. Macht mir das Tor auf. Weißt du eigentlich, wie gefährlich es da draußen ist? Ich muss hier jetzt durch. Dann musst du Resch fragen, oben auf dem Wall. Er ist jetzt Kriegsherr. Ich weiß nicht, ob er dir hilft. Ich muss jetzt gehen, Tab. Mach's gut, Aloy. So, wie komme ich denn zu den Humpen da hoch? Die Ausgestoßene nähert sich. Oh, die Ausgestoßenen. Ich muss durch das Tor. Und seit wann interessiert es mich, was ausgerechnet du musst?
seit ich eine Sucherin wurde. Sorry, aber da muss ich so reagieren. Du, Sucherin? Sind Tirsa und Jessa jetzt verrückt? Schlimm genug, dass du bei der Erprobung warst. Wenn du verletzt bist, bringen sie dich in den Heiligen Berg, um dich zu heilen? Kein Wunder, dass wir verflucht wurden und unsere Kinder zu Grabe tragen müssen. So, komm, Marc, sag was. Das sind drei Sachen, die würde ich auf jeden Fall anwählen. Am liebsten das hier. Pass auf, was du sagst. Sonst gibst du aufs Maul hier. Niemand. Du bist ein Niemand. Wenn du Tirsa und Jessa für Verräter hältst, warum gehst du nicht hin und sagst es ihnen? Oder sprichst du nur so oft, wenn keine Vorgesetzten da sind? Ich bin der Nora Kriegsherr. Und ich bin eine Sucherin. Also tu, was ich sag und öffne das Tor. Je schneller du hier verschwindest, desto besser. Was war das? Oh nein, die sind fies. Gib Alarm! Bei der Göttin, was macht er mit ihnen? Kontrolliert sie. Macht euch bereit! Was hast du hergelockt, du mutterloser Fluch? Tötet sie, Krieger! Tötet sie alle! Krieger! So, ich bin mal gespannt, weil. Wir bekämpfen einen Fluch! Einen Dämon! Urmutter, gib uns Kraft! Das Vieh ist nämlich gar nicht mal so einfach. Da kommt er! Nee, komm. Angriff! Passt auf die Läufer auf! Sie sind verrückt geworden! So, kann ich direkt mal meine Waffe hier ausprobieren. Alter, was geht? Oh, jetzt ist das scheiß Ding im Weg. Oh. Kein Wunder, ne? Die letzte Ecke hier reinrenne. Leider wieder befreit. Komm mir nicht so nah. Ach komm.
ich da denn nicht, oder was? Scheiß Vieh. Unter den Mördern bei der Erprobung. Wie machst du das? Zeig's mir. Sie haben dir gehorcht. Wie? Das. Damit machst du das. Es verbindet sich mit dem Fokus. Kann ich das verwenden? Probieren wir es aus. Bloß ein paar Drahtschlingen. Das sollte halten. Ich muss es nur noch testen. Aloy, wie hast du das gemacht? Du tötest den Dämon und weidest ihn komplett aus. Die Kontrolle über die Maschinen. Ich glaube, ich weiß, wie es geht. Ich will es an einer Maschine testen. Es sind viele Läufer auf dem Weg zu den Toren des Beckens, glaube ich. Ganz genau. Und zu den Toren wollte ich ja ohnehin. Ich muss mit Wald sprechen. Ich wusste, dass du anders bist, Aloy, aber... Aber was? Ich glaube, du bist ein Segen der Urmutter. Egal, was Rash sagt. Danke, Tep. Aber ich muss jetzt los. Das musst du. Ich denke an dich. So. Das Tor muss sofort repariert werden. Also das Vieh hat es mir jetzt echt ein bisschen schwer gemacht. Na doch, die scheiß Rohstoffe. Gut.
So, damit dürfte ich eigentlich alles aufgewertet haben wieder. Okay, die kann ich nicht nehmen. Wir gucken gleich mal. Wir müssen uns ja ein bisschen... Dann müsste ich was anderes rauswerfen. Ach komm. Ich muss nichts rauswerfen. So. Ich muss eine Maschine finden und dieses Überbrückungsgerät testen. Das kriegen wir schon hin. So, das ist unser Weg jetzt hier. Ach, da müssen wir auch die Maschine testen. Okay. Dann machen wir das doch. Boah, wehe, das ist schon wieder so ein Vieh. Hier draußen beißt der Schnee ganz schön. Läufer. An ihnen kann ich das Überbrückungsgerät testen. Ich muss leise sein. Nach allem, was ich durchgemacht habe, soll mich keine panische Herde überrennen. Wo sind die Läufer? So, ich habe mein Ziel aus den Augen verloren. Wo ist es denn? Ich habe eine Markierung gesetzt und die siehst du nicht. Thank you.
müsste mir nur mal jemand verraten, wie ich das hier überhaupt teste. Ach, guck mal, da liegt ein Wächter. Geil, ne? Wenn man sich so die Details anguckt. Ganz ruhig. Ja, aber du willst ja warten, da waren die Killzone-Macher, ne? Ja, komm, jetzt kannst du mal endlich. Ja. Hör mal! Rennt der mich hier fast, ey. Na, was machst du denn da? War schon da drin? Die Lohn fehlen mir. Boah, 11 Points. Ich glaube, Takt. Heiler. Habe ich das gestern nicht gemacht hier? Doch, oder? Dann machen wir mal. Bohrstangenschicht. Ja, komm, kritische Treffer nehmen wir mit. Haben wir jetzt genug Punkte über. Jägerreflex, den haben wir gestern eigentlich schon ausgewählt, aber der stille Schlag nehmen wir mit. Warum ging der? R1, okay. So, jetzt noch jeweils 4 Punkte. Jetzt kann ich noch weiter aufwerten hier. Ich nehme mal noch mehr Rohstoffe. Das ist ganz interessant, weil Seile werden irgendwann zu öfteren kommen. Schlag von oben ist jetzt nicht so interessant. So, und mehr Schaden. Das passt schon. Gut, haben wir die Punkte alle weg. Jetzt will ich mal gucken, dass ich darüber komme. Der frisst. Das war aber nur die Wächterlinse. Da passt auf, den schalten wir gleich mal aus. Das ist echt witzig, so wie sich gegenseitig alarmieren.
wäre geschafft. So, also einer kann sich mal jetzt hier entfernen, ne? Ich hab gedacht, ich könnte das einfach mal so machen, aber nö. Hey, hör mal. Spitz ja wohl. Boah, was war das denn? So, ein bisschen Action muss sein, ne? Kann ich das nicht aufnehmen, oder was? Kein Platz mehr. Glaube ich nicht. Mir fehlen doch Lohn. Outfit. Okay, ich muss anscheinend zum Händler, ne? Ja, scheiße. Aber ich wollte doch hier irgendwas ausprobieren, das Gerät da. Ja, zählt das jetzt schon, oder? Nee, ne? Überbrücke einen Läufer, okay. Das hatte ich doch gerade bestimmt in der Auswahlliste, ne? Ich hatte nur zwei Punkte. Der Läufer hin. Okay, dann mal los. Jetzt mach schon. Es hat geklappt. Er ist nicht feindselig. Er wirkt fast zahm. Na also, braver Junge. Das ist schon besser. Ja, schick. Mal einen Screenshot gemacht. Ja! Ja! Ja!
Dieser Läufer ist schnell. Die Bestie läuft. Ich sollte noch andere Maschinenarten überbrücken. Man kann vermutlich nicht alle reichen, aber vielleicht finde ich eine Verwendung für sie. Kannst mal aufhören zu rennen. Hallo. Mal eben unser Inventar leer. Verkaufen. So, und da müssen ja eigentlich die Ausbausachen sein. Holz habe ich genug. Mit. Kampfgeräusche. Direkt vor den Toren. Seid vorsichtig! Die Tore scheinen zerstört zu sein. Näher ran! Her! Nicht wahr? Habe ich geträumt? Oder bist du auf diesem Läufer durch das Tor geritten? Bin ich. Ist schwer zu erklären. Dachte ich mir. Es sind seltsame Zeiten für uns Überlebende. Ich kenne dich, natürlich. Aloy, die Gewinnerin der Erprobung. Schön zu sehen, dass du überlebt hast. Erzmutter Tirsa sagt, du kennst den Weg nach Meridian. Die Hauptstadt des Kaja-Sonnenreichs? Du suchst Zuflucht? Nein, ein Verräter namens Olin. Die Mütter machten mich zur Sucherin, damit ich ihn finde. Du solltest nach Norden gehen, nach Mutterkrone. Falls du schaffst, sprich mit Maria, sie zeigt dir den Weg. Falls ich schaffe? Der Weg ist gefährlich. Seit dem Massaker am Kriegstrupp sind unsere Lande unbewacht, die Grenzen ungeschützt. Wir haben keinen Kriegsherrn, der uns führt. Macht das nicht Rash? Nur weil Sona verschwunden ist. Ich würde sie selbst suchen, aber sie befahl mir, dieses Tor mit meinem Leben zu beschützen. Und das tue ich. Die Gewinnerin der Erprobung. Woher weißt du das? Ich sprach mit Überlebenden. Du hast für sie gekämpft. Wie auch Bast. Und meine Schwester. Seine Schwester war Vala? Es tut mir leid. Ich mochte sie. Ich dachte sogar, wir werden Freunde. Es sollte nicht sein. Danke. Sie starb für andere. Kein Tod ist besser. Es gab ein Massaker am Kriegstrupp. Wie? Als wir vom Angriff auf die Erprobung hörten, stellte Kriegsherrin Sona einen Kriegstrupp zusammen. Aber der Wunsch nach Vergeltung ließ manche Krieger kopflos losstürmen, direkt in einen Hinterhalt. Ein Haufen verrückter Maschinen, voller Verderbnis, überfielen die Krieger und töteten sie. Die Kriegsherrin schlug sich schließlich zurück und zerstörte die Maschinen. Doch da waren die Mörder schon weg. Und unsere Verluste
Extrem. Kriegsherrin Sona wird vermisst? Selbst als der Kriegstrupp ermordet wurde, hat sie nicht aufgegeben. Sie hat nach Freiwilligen gesucht und die Mörder verfolgt. Hast du dich nicht gemeldet? Doch, natürlich. Aber Sona wies mich zurück. Sie befahl mir, nach den Verwundeten im Becken zu sehen. Und dieses Tor, das Becken, mit meinem Leben zu beschützen. Das war vor Tagen und seitdem habe ich nichts von ihr gehört. Es weiß also niemand, ob sie noch am Leben ist. Wenn jemand da draußen überleben kann, dann sie. Ihr Können ist legendär. Eine unbeugsame Kraft, an der wir uns messen müssen. Sie scheint die Latte hochzuhängen. Oh, verlass dich drauf. Sie ist meine Mutter. So. Du sagtest, auf dem Weg lauern Gefahren. Was für Gefahren? Zu viele, um sie zu nennen. Die Mörder sind noch da draußen und irgendwie haben sie die Maschinen beeinflusst, Chaos zu verbreiten. Ja, ich hab's selbst gesehen. Und Banditen. Sie schleichen sich über die Grenze und überfallen uns. Das heißt, sie haben ein Lager in den Ruinen am Fluss. Ich sollte wohl noch mehr Pfeile machen. Ich sollte jetzt gehen. Aloy, bevor du nach Mutterkrone und darüber hinausreist, könntest du vielleicht zuerst nach Sona suchen? Der Stamm braucht ihre Führung. Ich würde sie selbst suchen, aber sie befahl mir, dieses Tor um jeden Preis zu schützen. Wo war sie zuletzt? Am Ort des Kriegstruppmassakers. Eine waldige Niederung gegenüber von Teufelsdurst auf dieser Flussseite. Dort kannst du vermutlich ihre Spur aufnehmen. Sie suchte die Mörder, die die Erprobung angegriffen hatten und jene töteten, die wir liebten und die dich töten wollten. Ich verstehe, Val. Ich tue, was ich kann. Alter, diese Stadtnamen, warum müssen die denn sowas eindeutschen? Übel. So, jetzt kann ich auch wieder genug sammeln. Oh, aber kleiner Mann. Wo ist denn mein Vieh? Weg. Toll. Möge die Urmutter dich schützen, Sucherin. Die Göttin schütze dich. So, ich würde aber auch jetzt sagen, da bei mir langsam die Luft raus ist, immer im Becken. Die Welt ist größer geworden, aber auch gefährlicher. Also, wir würden mit diesem tollen Bild für heute Schluss machen. Ich höre eine Maschine. Und ich wünsche euch eine angenehme Nacht. Marc, schlaf gut, falls du nicht schon schlafen solltest. Wir werden auf jeden Fall demnächst hier weitermachen. Macht's gut. Und wir hören uns auf jeden Fall wieder. Euer Vespo, macht's gut. Ciao.